Okay, ich habe jetzt Mittagspause und ich habe angefangen, heute Morgen mir ein paar Ziele, ein paar Vorstellungen für die Fastenzeit aufzuschreiben. Dann hatte ich eine kurze Gebetszeit und habe mir auch die Gebete nochmal aufgeschrieben und habe dann nochmal ohne Aufschreiben gebetet. Und jetzt habe ich Mittagspause in der Zeit, wo ich eigentlich essen würde. Ich habe noch keinen Hunger, mein Magen hat zwar schon geknurrt, aber ich habe nicht wirklich Hunger, also ich habe gar nicht Hunger. Ich könnte was essen, ich kann immer was essen. Und jetzt haben wir eine Gebetszeit. Also statt einer Mittagspause, ich habe ja eh nichts anderes zu tun. Kein Netflix, kein Instagram, auch kein Essen. Also genau, werde ich jetzt ruhig werden und versuchen, Gottes Geist aufzunehmen, sodass gar nicht das Verlangen aufkommt, jetzt essen zu wollen. So, Tag 1 habe ich jetzt geschafft, also fast, weil eigentlich ist es erst 9:30 Uhr, aber ich fühle mich gerade echt nicht so optimal. Mir ist extrem heiß, mir ist auch ein bisschen schlecht, aber das kommt normalerweise erst am zweiten Tag. Aber ich denke, ich lege mich jetzt hin, lese noch was, bete noch ein bisschen und dann kann ich beruhigt einschlafen und morgen den zweiten Tag durchstehen. Yes, so sieht's aus, Stand jetzt. Tag Nummer 2. Morgens geht's mir immer viel, viel besser als abends. Ich denke, das liegt daran, dass mein Körper die ganze Nacht keine Energie verbraucht hat. Aber ich habe den ersten Eindruck bekommen, dass ich jeden Tag einzeln sehen soll und dass ich mich nicht konzentrieren soll, was noch kommen wird, sondern auf das, was heute passiert, was ich heute machen kann, was ich heute erleben kann. Und ich denke, so schwächer mein Körper wird, so sensibler werde ich und so ruhiger werde ich. Und sonst ist heute wieder ein normaler Arbeitstag. Mittags gibt es wieder eine Gebetsstunde. Das ist morgen Nummer 2. An sich geht es mir super gut. Nur ist es jetzt gerade, ging es so ein bisschen um andere, um deine Freunde und so die alle, die Jesus nicht kennen und für die nochmal beten. Und da sind mir einige Sachen eingefallen und auch ein Video, was ich glaube ich am Donnerstag posten werde und heute Abend drehen werde. Und zwar über die Stelle in Johannes 15,13, wo es heißt, dass das Beste, was du oder das Krasseste, was du für einen Freund machen kannst, ist dein Leben für ihn opfern. Und ich merke einfach nur, dass meistens Freunde zu kurz kommen, gerade Leute, die nicht keine Christen sind. Ja, genau. Ich arbeite jetzt weiter. Mal sehen, wie es weiterläuft. Wir sehen uns später wieder. Wir machen jetzt Sport. Ich weiß nicht, ob das die dümmste Idee ist oder ob das eine gute Idee ist. Aber ich schaue mal, wie es funktioniert. Und dann sehen wir, ob ich am Ende umkippe oder ob ich wach bleibe. So, was ist das? Wir haben jetzt Sport gemacht und es war erstaunlich gut. Gefühlt mehr Energie als vorher. Und zwischenzeitlich hat meine Frau gefragt, ob ich noch lebe, weil ich anscheinend keine Geräusche mehr gemacht habe. Aber Sport ist eigentlich was Gutes, merke ich gerade. Also mal sehen, wie es nach dem Duschen ist. Aber gerade fühle ich mich sehr gut. Kleine 20-Minuten-Einheit. Yes! Also Sport während des Essen, Fasten. Gut. Und jetzt geht's weiter und versuchen, Gott mehr zu erleben. Und ich habe heute gelesen, in der Bibel gelesen, kam nochmal dieses: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern vom Wort Gottes. Und währenddessen die ganze Zeit ging es mir vollkommen gut. Und ich glaube, da ist es einfach so wahr, wie es nicht anders wahr sein kann. Also wenn du die Bibel liest und studierst und betest, und dann ist Fasten gar kein Problem, weil du so genährt wirst, so
gefüttert wirst von dem Wort Gottes. Also, ich kann empfehlen, Wort Gottes lesen, studieren und darüber meditieren. Ich gehe auf jeden Fall schlafen, viel später als gestern. Gestern bin ich um 8:30 ins Bett gegangen oder 9:30 und jetzt ist es kurz nach 0. Also, ja. Wir sehen uns morgen wieder. Tag 3. Ich habe erstaunlich heute das erste Mal erst Kopfschmerzen. Aber mir geht's an sich gut. Wir hatten ja eine schöne Gebetszeit heute Mittag. Ich werde, wie ich auch schon gesagt habe, ruhiger. Ich bin nicht mehr so verrückt wie sonst. Ich bin ganz ruhig. Es ist so ein bisschen so dieses Sensibler. Ich habe mehrere Eindrücke am Tag, wo ich mir denke, Gott spricht gerade. Oder so Sachen, Vorschläge, wo ich mir gesagt habe, wie wäre es jetzt, wenn wir Leute einladen, immer wieder Leute zum Essen einladen. Ja, ich rieche schon mittlerweile Essen, wenn es gar nicht da ist. Arbeiten funktioniert gut, alles andere auch. Tag 4. Mir geht's gut, mir geht's sehr gut. Mir geht es sogar so gut, dass ich versuche, heute Abend nochmal Sport zu machen, weil es hat vorgestern gut geklappt. Sonst ist heute nochmal klar geworden, und ja, es ist noch morgens, aber mir ist jetzt schon klar geworden, dass Fasten kein Muss ist, aber jeder Nachfolger von Jesus und sonst wer Juden und wer auch immer, die haben alle gefastet. Und es geht nicht darum, dass wir das müssen, sondern eher, dass wir das wollen. Kein Problem, muss ja eh rein. Das ist, wie gesagt, kein Muss. Aber das ist doch schön. Und ich möchte einfach Gott näher sein. Und deshalb faste ich. Naja, ich starte den heutigen Tag mit Gebet. Und dann sehen wir uns später wieder. So, eine weitere Sport-Session hinter mir. Und für alle, die draußen Sport machen, Fitness machen, was auch immer, auch wenn man 7 Tage fastet oder wie lange auch immer, man hat immer noch die Kraft, Sport zu machen. Vielleicht nicht so intensiv wie normalerweise. Heute Abend haben wir noch einen Workshop, heißt auch wieder Gebet, viel Bibel lesen und ja, das macht den Abend dann auch sehr gut ertragbar. Aber mir geht's kräftemäßig sehr gut. Ich denke immer an Essen und habe immer Hunger und könnte immer was essen, aber an sich geht's mir gut. Halbzeit haben wir ja schon hinter uns. Die letzten 3 Tage gehen dann auch nochmal easy peasy lemon squeezy. Wir hatten gerade einen schönen Workshop, wo es ein bisschen darum geht, was dich davon trennt, noch mehr dein Potenzial zu entfalten. Mir ist klar geworden, dass ich meine Zeit viel besser nutzen könnte. Und mir ist also klar geworden, so, dass wenn ich Jesus meine Zeit gebe, dann werde ich auch unendlich Zeit zurückbekommen. Also es ist so krass, weil das Problem ist eigentlich immer nur der Schritt, Zeit für Gott zu machen, Zeit für Jesus zu machen. Ich bin mir so sicher, dass jede Sekunde, die ich mit Jesus verbringe, ist 100-mal besser als stundenlang irgendwas anderes tun. War eine sehr starke Session heute. Ja, am Samstag gibt es Teil 2 und das ist jetzt das Ende von Tag 4. Jetzt gehe ich schlafen. Tag 5. Ich wollte heute damit anfangen, dass ich natürlich nicht dieses Video mache, um zu zeigen, wie fromm ich bin. Weil, warum fromm? Fasten sollte das Normalste sein für einen Christen. Genauso wie beten sollte Fasten einfach nur ein Tool sein, um Gott näher zu werden.
Und ich möchte mit diesem Video Leute ermutigen, das auch zu tun und es immer häufiger zu tun, weil ich auch, also ich mache das gefühlt einmal im Quartal oder irgendwie so. Und das muss viel häufiger werden. Es muss ja nicht immer 7 Tage sein. Es kann ja auch mal nur morgens Essen auslassen oder nur abends Essen auslassen. Und wo ich erkenne, dass Gott jetzt viel Raum in mir hat und der Heilige Geist einfach sehr viel in mir verändert ist, dass meine Frau mir gestern gesagt hat, dass die letzten 3 Tage sehr schön waren, weil ich anscheinend sehr angenehm bin, wenn ich faste und wenn der Heilige Geist in mir ist und durch mich wirkt. Und da wird mir nochmal klar, wie es ist, Leben aus dem Geist. Es ist nicht so, wie ich bin, sondern wie Jesus ist in mir. Und das erkennt man einfach, wenn man fastet, wenn man richtig fastet. Wenn man nicht nur auf Essen verzichtet, weil man auf Essen verzichtet, sondern wenn man auf Essen verzichtet und in dieser Zeit, wo man eigentlich essen würde oder allgemein jeden Tag den Herrn gibt. Tag 5. Ich genieße diese Fastenzeit sehr, auch wenn sie ab und zu ein bisschen anstrengend ist, weil ich Hunger habe. Heute Standard, 12.30 Uhr ist Gebet, 1 Stunde lang. Ich habe vor dieser Session schon gebetet. Jetzt arbeite ich und heute Abend mal sehen, was passiert. Heute habe ich einem Kumpel beim Streichen geholfen. Und ich habe das Gefühl, dass mich zurzeit jeder um alles bitten könnte. Ich würde einfach ja sagen. Ich habe diese Liebe, spüre ich in mir, und dieser Wille zu dienen, anderen Leuten zu helfen, zu dienen. Und auch 5 Stunden Streichen hat kräftemäßig super gut funktioniert. Also auch hier ist Nichtessen keine Ausrede, um zu helfen. Gott hat uns heute einen richtig schönen letzten Fastentag geschenkt. Erstens fastet meine Frau heute mit mir. Sie isst auch nichts. Zweitens, es schneit einfach so schön und alles ist weiß. Drittens, wir sind gerade mal einen anderen Weg als unsere eigentliche Route gegangen und dann haben wir diese Menschen, diese ganz vielen Kinder, die Schlitten fahren gesehen. Einfach toll, einfach wunderbar. Ich muss trotzdem noch von einer Sache erzählen. Und zwar war die Nacht heute ein bisschen rumpelig. Also ich finde es jetzt gar nicht so schlimm. Zeigt mir einfach nur, dass mein Körper essen möchte, aber mein Geist ist immer noch stark. Und zwar habe ich sehr viel gezittert, gestöhnt und also wie gesagt, mein Körper war schwach, mein Geist ist stark. Also viele würden jetzt sagen, okay, ja, schlecht, aber ich bin eigentlich davon nicht sehr beeindruckt, weil ich weiß, dass der Körper, das am liebsten, ja, würden wir alle ohne Körper leben und nur im Geiste leben, aber ich wollte die Situation trotzdem mitteilen, dass auch schlechte Nächte aufkommen können während der Fastenzeit, aber ich meine, das wird mich nichts trennt mich davon, den schönen Ereignissen, die ich erlebt habe, aber ich freue mich erstmal auf die Suppe morgen, die meine Frau mir zubereitet. Du hilfst hoffentlich. Ja, klar, ich helfe natürlich. Tag 8. 8 Tage ohne Essen. Und ich kriege jetzt meine Suppe, die meine Frau mir eingekauft hat und ich gemacht habe. Weil sie keine Zeit hatte, sie musste arbeiten. Aber genau, ich freue mich jetzt auf die Suppe. Und dann habe ich das erstmal hinter mir und dann sehen wir mal weiter. Ich denke, ich werde die nächsten Tage nur Suppe essen und die unterschiedlichsten Suppen testen.
wo alles wackelt gerade bei mir. Ich bin satt. Danke. Okay, ich esse jetzt weiter. Ihr dürft nicht mehr zugucken. Ja, so sahen meine 7 Tage, meine 7 Fastentage aus. Mein Fazit ist, eigentlich die besten Tage seit Ewigkeiten. Ich würde gerne dieses Gefühl, was ich habe oder was ich hatte, 365 Tage im Jahr spüren. Und zwar dieses Gott so nah, dieses Leichte, dieses Glückliche und sehr harmonische, sehr ruhige Gefühl. Ich bin Gott so nahe gekommen und hatte eigentlich keine negativen Ereignisse, wenn man geistlich spricht. Fleischlich gesehen, also ich hatte tagtäglich, hatte ich natürlich Hunger, mir war ein bisschen schlecht und ich hatte auch ein paar Nächte, die gar nicht gut waren. Aber was ist mein Körper schon? Also mein Körper wird eh irgendwann begraben, verbrannt, was auch immer mit meinem Körper passiert, wen interessiert's? Aber mein Geist ist so gestärkt da rausgegangen. Aber wenn du fastest, siehst du einfach, wie stark dein Geist ist und wie stark dein Geist eigentlich sein könnte, wenn wir wirklich nur Jesus nachfolgen würden, nur Gott jeden Tag, die Gebetszeit jeden Tag, 1 Stunde mittags. Aber ich sehe einfach, dass da so viel Potenzial ist, dass Gott so viel mehr eigentlich aus uns rausholen könnte, wenn wir unseren Fleisch, unseren Körper weniger Raum geben. Aber die Realität ist anders. Gott hat Gnade mit uns, klar. Ich hoffe, ich konnte irgendjemanden ermutigen, auch mal das zu testen. Ja, körperlich gesehen ist die Fastenzeit schon sehr nervig. Deshalb werde ich es nicht 365 Tage im Jahr durchsetzen können, weil ich einfach noch nicht stark genug dafür bin. Außerdem ist es, glaube ich, physisch nicht möglich, weil wir ja immer noch Fleisch sind, immer noch Körper sind. Das war's schon wieder. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Corey hier, ihr da. Alles klar.